Herr Kollege, Sie haben das Wort. Schönen guten Morgen, Herr Präsident. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Schönen guten Morgen, Herr Präsident. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einen Antrag eingebracht für die Überbrückungshilfe für Unternehmen, die auch Soloselbstständige und Freiberufler und weitere betreffen. Es ist doch ganz klar, wir haben so viele Ausnahmen geschaffen und haben da Leute im Regen stehen lassen. Das können wir einfach nicht machen. Wir sind im Moment in einer Situation vorsichtiger Optimismus in der Wirtschaft. Vorsichtige Zahlen, die Infektionszahlen gehen langsam zurück. Aber wir dürfen bei allem Optimismus nicht vergessen, dass es wirklich immer noch Branchen gibt, denen es unheimlich schlecht geht. Wir haben viele Ausnahmen ausgestaltet, aber einige eben doch vergessen. Das Problem ist folgendes: Auch diese Leute gehören zum System, auch diese Leute zahlen Steuern, auch diese Leute gehören zum Wirtschaftssystem, auch diese Leute sorgen dafür, dass unser Leben lebenswert ist in Bayern, und das wollen wir doch weiterhin fördern und fordern und wollen dafür sorgen, dass es diese Leute auch in Zukunft noch gibt. Wir haben reagiert. Wir haben unter anderem Soforthilfen aufgelegt und auch Überbrückungshilfen. Aber Überbrückungshilfe, das hat ja schon so ein Geschmäckle. Überbrückung bedeutet, dass ich einen A-Punkt und einen B-Punkt habe und darüber baue ich eine Brücke. Wir haben aber noch nicht mal einen B-Punkt. Wir wissen noch nicht mal, wo es hingeht. Ja, wir müssen also sehen. Guten Morgen, Herr Staatsminister. Wir haben also gesehen, dass wir einiges tun müssen noch für die Zukunft, um wirklich auch auf Dauer, zumindest bis Ende des Jahres, und ich glaube, so lange werden wir mindestens noch mit dem Problem zu kämpfen haben, dass die Leute über die Runden kommen. Wir haben Freiberufler, Selbstständige, Freelancer und so weiter einfach durchs Raster fallen lassen. Für Freiberufler typisch sind zwar niedrige Betriebskosten, also auch niedrige Margen und ein hohes Risiko, aber Sie haben eben auch ein Manko, dass Sie genau deshalb wenig Unterstützung bekommen. Das können wir einfach nicht zulassen, als dass wir sehr großzügige Regelungen bei Kurzarbeitergeld getroffen haben. Natürlich zahlen die in die Arbeitslosenversicherung ein, aber wir haben jetzt Ausnahmen, die nicht aus der Arbeitslosenversicherung bezahlt werden, also sollten wir die auch einbeziehen. Aktuell ist ja sowieso die Hilfe eher eine Hilfe ins Ungewisse. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden wir bereits Ende des Jahres einen Trümmerhaufen haben in diesen ganzen Berufen. Die Leute geben auf. Und wenn wir jetzt sagen, naja, dafür gibt es ja die Grundsicherung. Also das ist schon gemein. Das ganze Jahr zahlen sie Steuern, helfen uns, zahlen Steuern in den Staatshaushalt und dann lassen wir sie im Regen stehen, wenn sie nach dem Staat rufen und sie uns brauchen. Und ich bin der Meinung, da sollten wir schon was machen. Sie haben also im Moment noch keine Öffnungsperspektive, viele von diesen Single-Unternehmern. Hilfen direkt, perspektivisch fordern wir zumindest bis zum Jahresende. Und bei Freiberuflern, und das klingt härter als es ist, müssen wir auch den Lebensunterhalt berücksichtigen. Weil wir können es nicht zulassen, dass diese Leute einfach dahin darben, naja, sie kriegen ja die Grundsicherung und werden damit schon überleben. Nein, wir fordern auch Hilfen für diese Freiberufler, für diese Gruppe, die wir alle vergessen haben. Übrigens gehören zu denen auch die Schausteller. Und wir sollten unser Möglichstes tun. Klar wird das teuer, aber wir können nicht Unterschiede machen mit Leuten, die Unterstützung zugesagt worden ist, und anderen, die grenzen wir einfach aus. Ich bitte um die Zustimmung. Wir werden auch den Anträgen der Grünen und der SPD zustimmen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege. Nächste Rednerin des Verbündnis 90 Die Grünen, die Abgeordnete Susanne Kurz. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Nachklatscher, heute lädt der Verband der Gründer und Selbstständigen
Deutschland zur Experten-Telco, Pleite und nun. Was du über die Insolvenz von Solo-Selbstständigen wissen solltest. Behandelt werden Fragen wie, wann man insolvent ist, wer das feststellt und ob die Zahlungsunfähigkeit auch Privatvermögen, selbstgenutzte Immobilie oder das Geld des Ehepartners, der Ehepartnerin betrifft. Die nächsten Treffen des Verbandes finden in Regensburg, München und Nürnberg statt. Herr Aiwanger, da können Sie schlimmstenfalls den Betroffenen ein paar Tipps geben und diese Themen mit Ihnen vertiefen, denn unseren Solo-Selbstständigen geht es sehr schlecht. Ein Beispiel, 100 Milliarden Euro. Das war die Bruttowertschöpfung der Kultur- und Kreativwirtschaft. Ja, auch die Schausteller gehören dazu, denn auch die leisten Kultur. Auch in Bayern ist bzw. war die Branche stark. Vor der Krise waren es über 400.000 Beschäftigte, annähernd so viele wie in der Automobilindustrie. Die Solo-Selbstständigen, die waren ein wichtiger Motor dieser Branche. Und diese Solo-Selbstständigen, Herr Aiwanger, sie hatten gehofft. Sie hatten gehofft auf Sie. Sie hatten gehofft, dass Sie auf die Verbände, den Bundesrat und zahlreiche Initiativen hören würden. Dass die vielen Mails gelesen, die Hilferufe gehört würden und endlich auch Hilfe bei Ihnen, den Solo-Selbstständigen, ankäme. NRW war mutig. NRW hat sich zum Problem bekannt. NRW stopft die Löcher, die die GroKo in Berlin hinterlässt. In NRW hilft man jetzt den Solo-Selbstständigen. Kosten für den Lebensunterhalt als Top-up der Überbrückungshilfen. Es kann ja wohl nicht sein, dass es jetzt vom Wohnort abhängen soll, ob eine Existenz gefährdet ist, eine Familie Einkommen sichern kann oder nicht. Marshallplan 2.0, so tönt es zu den gestern angelaufenen Überbrückungshilfen. Sie sollen Wohlstand und Wiederaufbau garantieren, den Mittelstandsmotor wieder anwerfen. Die größte Anstrengung seit dem Krieg, so heißt es. Man liest dann groß auf der Antragsseite, Solo-Selbstständige, antragsberechtigt. Da freut man sich doch. Nur leider, leider, liebe Solo-Selbstständige da draußen, wieder geht euer Geld an andere. Die Leasingraten für den Dienstwagen schenkt euch die GroKo. Das überteuerte Office in der Innenstadt für das Real Estate Investors, da hilft man euch gern. Aber Essen einkaufen oder die eigene Miete bezahlen dürft ihr mit den Überbrückungshilfen nicht. Wir könnten in Bayern so leicht helfen und den Solo-Selbstständigen den fiktiven Unternehmerlohn als Teil der Betriebskosten zuerkennen. Sie verdienen das. Stattdessen als besonderer Service auch auf Ihren Homepages immer wieder die Links zu den Antragsseiten des ALG II. Gerade beim von uns allen sehnlichst erhofften Restart, dann wenn der Mittelstandsmotor wieder brummt, da brauchen wir sie doch, die Solo-Selbstständigen. Wir brauchen sie als flexible, schnelle, innovative und agile Taskforce für Wachstum und Wohlstand. Und das ALG II, das passt dann, wenn wieder erste Aufträge kommen für die Solo-Selbstständigen, noch viel schlechter als zu Beginn der Krise für diese Berufsform. Ich finde es nicht richtig, dass Hartz IV die einzige Alternative im Angebot ist. So der Ministerpräsident am 20. April. Genau, meine Damen und Herren, in Bayern können wir das besser als die in Berlin. Wir können das mit dem Unternehmerlohn zumindest genauso gut wie der Herr Laschet in NRW. Wir alle, wir verabschieden uns hier und heute bis Ende September voneinander. Heute die letzte Sitzung vor der Sommerpause. Die letzte Sitzung, in der Sie die Chance hätten, für diese Solo-Selbstständigen in Bayern Sicherheit und Perspektive zu schaffen. Einen Unterschied zu machen, meine Damen und Herren. Fiktiven Unternehmerlohn endlich förderfähig machen, ein Programm für alle Solo-Selbstständigen auflegen, nicht nur für Nischengruppen. Das Geld, was wir für Unternehmerlohn ausgeben, das bleibt hier in Bayern. Geben Sie sich einen Ruck, was NRW kann, kann Bayern schon lange. Den Anträgen der FDP und der SPD stimmen wir zu. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Kollegin. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion der Abgeordnete Florian Ritter. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Selbstständige haben es schon seit Beginn der Corona-Beschränkungen ausgesprochen schwer. Das beginnt mit dem ursprünglich ersten aufgesetzten Hilfsprogramm der Staatsregierung, das eigentlich nur für die Angehörigen der freien Berufe gedacht war. Und da von Seiten der Opposition massive Interventionen kommen mussten, dass es dann auch tatsächlich geändert worden ist. Praktikabel, praxisbezogen und angemessen wurde das Ganze dann erst, als der Bund das Selbstständigenprogramm oder das Wirtschaftsförderprogramm aufgesetzt hat.
Trotzdem muss man darauf hinweisen, dass auch in diesem Fall das vor allem den Selbstständigen weitergeholfen hat, die auch Betriebskosten wie Miete vorweisen konnten. Die anderen, die Stichworte sind schon gerade gefallen, Soloselbstständige, Freelancer, Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Schausteller hatten nach wie vor massive Probleme. Die Überbrückungshilfen des Bundes sind ein weiterer richtiger Schritt jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Aber es ist nach wie vor so, dass die Soloselbstständigen noch nicht ausreichend bedacht sind und es tatsächlich noch eine Förderlücke gibt. Diese Förderlücke, Kolleginnen und Kollegen, gibt es im Übrigen auch deshalb, weil die Staatsregierung die eigenen Programme zur Wirtschaftsförderung nicht etwa so gestaltet, dass sie eine sinnvolle Ergänzung zu denen des Bundes sind, sondern hergeht und die Bundesprogramme dazu nutzt, um die eigenen Programme zu ersetzen. Kolleginnen und Kollegen, die föderale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ist ein System, das auf Solidarität aufbaut und dafür da ist, gesellschaftspolitische Probleme zu lösen. Es ist kein System, um die eigenen Belastungen im Haushalt auf andere zu verschieben. Und da sind wir dann jetzt schon auch bei unserer Kritik, die wir am Antrag der FDP haben, auch wenn wir von der Zielrichtung durchaus einig sind, wir wollen das Gleiche, sehen wir hier ein Problem in dem Antrag, weil er genau diesen Punkt, nämlich die Verschiebung der Lasten auf den Bund, genauso wie es der Freistaat Bayern, die Staatsregierung im Augenblick macht, wieder beinhaltet, anstatt eine sinnvolle Ergänzung zu den Bundesprogrammen zu machen. Wir werden dem Antrag trotzdem zustimmen, aber das muss schon auch gesagt werden, wir können es nicht ständig zulassen, dass sich hier die bayerische Staatsregierung aus der Verantwortung stieß. In anderen Bundesländern, und darauf sei nochmal verwiesen, funktioniert es ja auch, dass das Land eine sinnvolle Ergänzung machen kann im Sinne der Selbstständigen, auch im Sinne und zum Nutzen unserer gesamten Wirtschaft. Wir werden die Solo-Selbstständigen auch brauchen, jetzt in der Krise und auch nach der Krise. Und von daher werden wir auch dem Antrag der Grünen und der FDP zustimmen und bitten bei unserem Antrag ebenfalls um Zustimmung. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die CSU-Fraktion der Abgeordnete Walter Nussel. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt von der Opposition einiges gehört. Was ich aber nicht gehört habe, ist Lösungsvorschläge, nicht nur von der Förderung, sondern auch Lösungsvorschläge, wie wir Solo-Selbstständigen und insgesamt der Wirtschaft helfen können. Und ich nenne nur ein Stichwort: Wochenarbeitszeit. Wenn wir aus der Krise mit den Selbstständigen kommen wollen, müssen wir ihnen auch dort helfen. Und da fordere ich gerade die SPD und die Grünen auch auf, auch auf Bundesebene, da mitzuhelfen. Da mitzuhelfen hat man, dass wir denen auch den Rahmen geben können, dass sie wieder hier ihren Motor in Schwung bringen. Ist ja gut, wenn sich die Menschen, wenn ich was sage, gleich früh so aufregen, dann habe ich den Nerv getroffen. Ich möchte einiges vorneweg einmal auch dazu sagen, was unser Ministerpräsident, das Kabinett und letztendlich unser Wirtschaftsminister hier auf den Weg gebracht haben und bringen. Und wenn man die Vergleiche mit anderen Bundesländern sieht, wenn wir uns mit den Verbänden hier massiv austauschen und es aus der Praxis beleuchten, wie wir eine Überbrückungshilfe auch den Solo-Selbstständigen und diejenigen, die es benötigen, auch geben können. Und das spricht sich schon leicht, wenn man dann sagt, ja, da muss jetzt einfach schnell ein Programm aufgelegt werden. Letztendlich hängt er mit dem Bund zusammen. Wir müssen ein Programm auflegen, das auch belastbar ist. Es sind Steuergelder. Wir können nicht einfach sagen, wir geben hier Geld
auf den Weg und es ist dann nicht nachkontrollierbar oder noch schlimmer, wir signalisieren was, da gibt es ja Geld, die Leute beantragen das und hinterher stellt sich raus, dass es Subventionsbetrug ist, weil sie irgendwas nicht wussten oder nicht beachten haben können. Deswegen hat unser Wirtschaftsminister zusammen mit der IHK, mit der Steuerberaterkammer, das aus der Praxis beleuchtet. Da bin ich ihm sehr dankbar, weil ich glaube, das ist der richtige Weg und vor allem die Steuerberaterkammer, die ja die ganzen Steuerberater hier vertreten haben, dass die zusammen mit der IHK aus der Praxis das genau beleuchten und dass man dann, ob es die Fixkosten sind, beim Umsatzrückgang oder bei anderen Bereichen, bis zum Mietkauf, bis zum Leasing, alles das musste jetzt einmal beleuchtet werden. Da denkt oft gar keiner dran, wie ist denn das zu bewerten? Denn das, was von Berlin gekommen ist, konnte man da erst, musste man das nacharbeiten, sonst wäre man da Gefahr gelaufen, dass das in die falsche Richtung geht. Und nun ist die Überbrückungshilfe auf den Weg gebracht. Sie können sich jetzt seit dem 8. Registrieren. Dann kann man den Antrag stellen. Ich werbe aber auch um etwas Verständnis, bis das abgearbeitet wird. Also manche sagen, das muss in 10 Tagen passieren. Ich sage, lieber brauchen wir ein paar Tage länger, aber das ist belastbar. Da kann man ordentlich damit umgehen. Möchte mich aber verwehren, dass es hier heißt, da wäre nichts gemacht worden. Und die 3 Anträge werden wir ablehnen, weil wir sagen, das, was hier fundamental jetzt vor unserem Ministerium in Zusammenarbeit mit den Genannten auf den Weg gebracht ist, ich glaube, das ist hervorragend und es ist auch deutschlandweit einzigartig. Selbst der Bund schaut nach Bayern und sagt, das wollen wir jetzt mit euch zusammen so auch in den anderen Ländern umsetzen. Deswegen möchte ich die Kritik zurückweisen, die da vorhin gekommen ist. Und unter anderem haben wir mit der Digitalisierung auch jetzt das Programm so finalisiert, dass wir in dem Bereich, gerade in dem Bereich, die besten Möglichkeiten auch eben für die Steuerberater, die ja die Vorarbeit leisten müssen, die letztendlich genau die Firmen vom letzten Jahr, wie sind da die Zahlen zum Verhältnis jetzt in der Krise, bewerten müssen. Das nicht zu Unrecht oder dass einfach hier Unternehmer unterwegs sind, die sagen, wir wollen da einen Mitnahmeeffekt, das wollen wir nicht. Wir wollen denen helfen, denen wirklich die Not ist, die Hilfe brauchen, damit sie ihre Arbeitsplätze, ihre Firmen erhalten können. Und da fordere ich Sie schon auf, da auch mitzuarbeiten. Und zur FDP, wenn dann gesagt wird, ja, die zahlen ja die Gewerbesteuer, also bei den freien Berufen ist das nicht so. Das muss man auch einmal sehen. Das hat man ja im Wirtschaftsausschuss, die Diskussion. Also man muss hier schon genau trennen, von was man spricht. Und ich möchte einfach das Ihnen mit auf den Weg geben. Es wurde hier vieles jetzt in Gang gesetzt und da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Und ich glaube, wenn wir das so positiv mitbegleiten, dann werden wir auch hier unseren Firmen bestmöglichst die Unterstützung geben. Wir werden da auch nachjustieren müssen. Wir werden kein Programm haben, was jetzt für alle sofort greift. Denn wenn man sich mit den einzelnen Branchen auseinandersetzt, dann spürt man und merkt man erst, wo dann oft noch Lücken sind im System. Das kann man in der Kürze der Zeit überhaupt nicht alles sofort überreißen und überblicken, wo dann letztendlich welche Branche dann welche Auswirkungen hat. Ich möchte aber auch die Lanze brechen für die Soforthilfe, die in einer Zeit abgewickelt wurde, wo unsere Regierungen sich so stabilisiert zusammengezogen haben und versucht haben, bestmöglichstes zu machen. Da wurde viel kritisiert. Manches auch zu Recht, dass manches einmal nicht so gelaufen ist. Aber es ist eben eine Krise. Und ich kann nicht für jede Krise das alles schon so vorhalten, dass es auch, wenn es dann einmal kommt, keiner hat es gewusst, dass es in der Dimension kommt, zu sagen, wie kann ich das jetzt stemmen, wie kann ich das umsetzen. Also da nochmal danke an unsere alle, die da mitgeholfen haben, Regierungen vorneweg, die das gestemmt haben. Jetzt übernehmen es die IHKs, die Steuerberater. Und ich hoffe, mit Begleitung natürlich unserer Behörden, dass wir hier bestmöglichst jetzt aufgestellt sind, dass wir das nach vorne
bringen. Und deswegen sage ich, die Anträge können wir ablehnen. Da ist vieles jetzt im Fluss, da ist vieles auf den Weg gebracht. Und ich fordere Sie auf, im Nachgang da auch mitzuarbeiten, auch aus der Praxis. Wenn was ist, dann justieren wir es nach. Dann gehen wir zu unserem Minister, sagen, da müssen wir nochmal eventuell was ändern. Aber ich glaube, so sind wir ganz gut aufgestellt. Unsere Schausteller, ich möchte schon noch eines sagen, ich bin stetig in Kontakt mit denen. Aber wenn ich zurückliegend vor der Krise mit den Schaustellern spreche, und komm dann und mach Vorschläge, ob es jetzt die Arbeitszeit ist oder bei anderen Themen, wo wir ihnen wirklich helfen müssen. Dann sehe ich aus der Oppositionsreihe nicht mehr, also da wollen wir nicht dran rütteln. Na, und die Kontrollen brauchen wir auch noch und das brauchen wir auch noch. Also auch da müssen wir uns besser aufstellen. Herzlichen Dank. Herr Kollege, es liegen drei Zwischenbemerkungen vor. Zunächst erteile ich das Wort hier zu dem Abgeordneten Raimund Svoboda. Sehr geehrter Herr Nissel, es ist ja schön, dass Sie von der CSU hier ins Plenum rufen, macht uns Vorschläge. Teile ich das Wort hier zu dem Abgeordneten Raimund Svoboda. Sehr geehrter Herr Nissel, es ist ja schön, dass Sie von der CSU hier ins Plenum rufen, macht uns Vorschläge. Ja. Ich erlaube mir, Ihnen einen Vorschlag zu machen zu diesen solo-selbstständigen Unternehmen. Das sind Künstler, das sind zum Teil Handwerker, das sind ganz viele im Kleingewerbebereich. Und die haben eben kein festes Einkommen. Die leben von ihren Gigs, von ihren Kurzzeitverträgen, die sie mehr oder weniger nicht langfristig abschließen. Und daraus bestreiten sie ihren Lebensunterhalt. Und denen ist der Lebensunterhalt weggebrochen. Und die lassen sie hängen, so wie der Bund sie hängen lässt. Der Bund sagt nämlich, ja, die verweist man auf Sozialgeld, Sozialhilfe quasi. Und da wissen Sie ja, was mit verbunden ist. Ne? 14, 15 Seiten ausfüllen und dann kommt es am Schluss raus vielleicht, weil das so komplex ist mit dem Sozialberuf. Machen Sie es besser, machen Sie es wie Berlin. Berlin zahlt ein bedingungsloses Übergangsgeld, kurzfristig und auch begrenzt natürlich, in einem bestimmten Betrag, 500 Euro hat man mir gesagt, Herr Kollege, das hilft zunächst. Zum Ende zu machen kommen. Sie es in Bayern noch besser, machen Sie es bedingungslos gleich und ohne große Bürokratie, helfen Sie denen, die es am Mess am meisten brauchen. Das sind nicht nur die Großen aus den 20 Milliarden. Herr Kollege Svoboda, Sie haben eine Minute. Und okay, mehr. Schönen Dank, Herr Vorsitzender, an diese Erinnerung. Ich werde mich bemühen. Ich hoffe es. Herr Kollege Nussen, Sie haben das Wort. Ich konnte jetzt keine Frage erkennen. Ich kann nur so viel dazu sagen. Herr Kollege Nussen, Sie haben das Wort. Ich konnte jetzt keine Frage erkennen. Ich kann nur so viel dazu sagen. Ich fordere Sie alle auf, Vorschläge zu bringen, weil wir nicht allwissend sind. Aber schauen Sie meinen Tätigkeitsbericht an vom Bürokratieabbau und da habe ich keine Vorschläge bekommen zusätzlich von Ihrer Seite. Da erwarte ich mir auch einmal ein Entgegenkommen und sagen, ich bin auch nicht allwissend, aber immer das nur zu kritisieren, dem möchte ich einfach widersprechen. Dankeschön für eine weitere Zwischenbemerkung. Erteile ich das Wort der Abgeordneten Susanne Kurz, Bündnis 90 Grüne. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, die leider zu den Solo-Selbstständigen und dem Leben. Erteile ich das Wort der Abgeordneten Susanne Kurz, Bündnis 90 Grüne. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, die leider zu den Solo-Selbstständigen und dem Lebensunterhalt, den Sie bestreiten sollen, sehr wenig beigetragen hat. Aber Sie haben ganz wichtige Sachen erwähnt, nämlich Sie seien bereit nachzujustieren, mit Ihrer Regierung, mit Ihren Ministerinnen und Ministern zu reden. Sie seien auch bereit, den Schaustellerinnen und Schaustellern zu helfen und Sie hätten sehr wohl gesehen, wenn es noch Probleme gibt und die Opposition Vorschläge liefern würde, könnte man was machen. Wir haben Vorschläge geliefert. Ich hoffe, Sie haben unseren Antrag gelesen. Es ist ein ganz klarer Vorschlag. Darf ich Ihren Ausführungen entnehmen, dass danach gebessert wird und Hilfen zum Lebensunterhalt, nämlich ein fiktiver Unternehmerlohn, eingepreist wird und in Bayern als Top-up zu den Überbrückungshilfen noch kommt, vor der Sommerpause vielleicht sogar? Also ich habe meine Ausführungen dargestellt, Frau Kurz, wenn Sie hingehört haben. Überbrückungshilfen noch kommt, vor der Sommerpause vielleicht sogar. Also ich habe meine Ausführungen dargestellt, Frau Kurz, wenn Sie hingehört haben, jetzt kann man sich registrieren, dann kann man in den nächsten Tagen den Antrag stellen, das natürlich alles vorbearbeitet werden muss, eben mit den Steuerberatern und dann gehe ich fest davon aus, dass das
vor der Sommerpause. Für mich gibt es ja gar keine Sommerpause, weil wir jetzt in der Krise denen natürlich fortwährend helfen müssen. Und das wird jetzt weiter durchlaufen. Und das Nachjustieren meine ich, dass man das jetzt einiges einmal sich genau anschauen muss. Und wenn dann irgendwo eine Schwachstelle erkennbar ist, dann, ich denke, da muss ich nicht einmal zum Minister gehen, da wird er von selber aus tätig werden. Aber wenn es sein muss, werden wir uns dann natürlich auch austauschen aus der Praxis und das bewerten und auf den Weg bringen. Dankeschön für eine weitere Zwischenbemerkung. Ich teile das Wort dem Abgeordneten Albert Dünn, FDP-Fraktion. Ja, Kollege Nussel, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, aber was Sie da gebracht haben mit Wochenarbeit. Dankeschön für eine weitere Zwischenbemerkung. Ich teile das Wort dem Abgeordneten Albert Dünn, FDP-Fraktion. Ja, Kollege Nussel, Sie wissen, ich schätze Sie sehr, aber was Sie da gebracht haben mit Wochenarbeitszeit, ist ein absoluter Quatsch für Leute, die nicht arbeiten dürfen. Das bringt die nicht weiter. Und das Zweite, wenn sie nicht arbeiten, brauchen die auch keinen Bürokratieabbau, weil sie keinen haben. Also da würde ich schon mal drüber nachdenken. Das ist absoluter Unsinn. Herr Kollege Nussel. Kollege Dünn, ich habe ein Stück weiter versucht. Herr Kollege Nussel. Kollege Dünn, ich habe ein Stück weiter versucht zu erläutern, dass wenn das wieder läuft, dass wir Ihnen dann auch die Hilfestellung geben. Darum ging es mir. Das eine ist, dass wir jetzt die Soforthilfe hatten, jetzt haben wir die Überbrückungshilfe, aber wir müssen Ihnen doch zusätzlich ein Handwerkszeug an die Hand geben, dass Sie wieder in Schwung kommen. Da habe ich davon gesprochen und da fordere ich euch auf, den Weg mitzugehen. Dankeschön, Herr Kollege. Nächster Redner ist für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Gerd Mannes. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Damen und Herren, die Wirtschaft ist nach wie vor im Krisenmodus. Den Unternehmen und Selbstständigen in Bayern effizient zu helfen, ist selbstverständlich richtig. Wir als AfD-Fraktion hatten bereits vor knapp 2 Monaten einen ganz ähnlichen Antrag zur FDP ins Parlament eingebracht. Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen schützen, Insolvenzlawine verhindern. Mit unserem Antrag wollten wir insbesondere den kleinen Selbstständigen und Freiberuflern schnelle und unbürokratische Hilfe zukommen lassen. Die Corona-Krise trifft viele Selbstständige unverschuldet sehr hart. Wie die Warnungen der Wirtschaftsverbände vor einer massiven Insolvenzwelle im zweiten Halbjahr eindrücklich beweisen. Experten rechnen mit einem Umsatzrückgang in diesem Bereich von bis zu 78% für das Gesamtjahr 2020. Auch der historische Negativrekord von 1,47 Millionen bayerischen Beschäftigten, die im Mai in Kurzarbeit geschickt wurden, zeigt die Brisanz der Lage auf. Wir als AfD haben bereits Anfang April das konsequente Hochfahren der Wirtschaft vorgeschlagen. Warum? Weil es seit Mitte März laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts die Neuinfektionen rückläufig waren. Schnelles Wiederhochfahren der Wirtschaft bleibt das wesentliche Standbein der Hilfe für Selbstständige und Unternehmer. Die Forderung, den privaten Lebensunterhalt zu berücksichtigen, ist insbesondere für Kleinunternehmen und Selbstständige wichtig, die vor der Krise gut gewirtschaftet haben und sich eine gesunde Eigenkapitaldecke aufgebaut haben, um nicht das letzte gesparte Vermögen zur Überbrückung verwenden zu müssen. An dieser Stelle, Herr Duin, muss ich aber eins anmerken. Herr Dr. Heubisch hat unseren Antrag vom Mai im Plenum mit der Begründung abgelehnt, dass eine Harmonisierung der Hilfen auf Bundesebene angeblich aufgrund des föderalen Systems gar nicht möglich wäre. Interessanterweise fordern Sie das jetzt in Ihrem Antrag, auch die Anpassung auf Hilfen auf Bundesebene. Wollte ich nur noch mal bemerkt haben. Dem Antrag, der im Inhalt sehr gut und richtig ist, den stimmen wir der FDP zu. Die anderen Anträge von SPD und Grünen gehen in die richtige Richtung. Wir lehnen sie aber ab, weil das schnelle Wiederhochfahren der Wirtschaft nicht beinhaltet wurde. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Nächster Redner ist für die Fraktion der Freien Wähler der Kollege Manfred Eibel. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, verehrter Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Frau Kurz,
Sie schildern die Situation ausschließlich aus der Sicht der Soloselbstständigen. Sie schildern die Sicht immer im Vergleich mit anderen Bundesländern, vor allem NRW. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie in Kontakt treten mit den Kommunalverantwortlichen, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in NRW und sehen, was dort oben los ist, wo Bayern die Schwerpunkte breit angelegt streut, was in NRW los ist in Sachen Schullandschaft, die Zustände, die dort oben vorherrschen. Bayern hat eine Ausrichtung, gesamthaft zu wirken und auch dahingehend nicht nur mit dem Bundesprogramm die Solo-Selbstständigen im Fokus zu haben, sondern vor allem auch Selbstständige und Angehörige der freien Berufe, gemeinnützige Unternehmen, Organisationen, Jugendbildungsstätten, überbetriebliche Bildungsstätten, Familienstätten, Jugendherbergen und dergleichen. All das wird mit diesem Programm oder mit dieser unterstützenden Maßnahme gewährleistet. Auch das müssen Sie ansprechen. Und man kann natürlich bei allen Programmen, die quasi neu konstruiert werden, das Haar in der Suppe suchen. Aber es ist, wie ich meine, ein wichtiges, zielführendes Programm mit Unterstützungen, die sich nicht an Liquiditätsengpass beziffern und beschränken, sondern rein auf Umsatzausfälle konzentriert ist. Und das sollen wir auch einmal sehen. 3 Monate hier bis zu 150.000 Euro Unterstützung für die breiten Branchen unserer Unternehmerinnen und Betriebe. Wir alle wissen, dass unsere betroffenen Branchen momentan gekennzeichnet sind von großen Schwierigkeiten, teilweise Ausfälle, ganze Ausfälle von ihren betrieblichen Situationen. Dahingehend ist dieses Programm, das nun jetzt seit 8. Juli möglich ist zu beantragen, ein sehr, sehr wichtiges und auch zielführendes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist aber auch wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass nicht wie angeführt in Berlin, dort wo quasi über die Maßen verteilt worden ist, eine gewisse Sicherheit der Auszahlung der Gelder vorhanden ist. Wir müssen uns im Nachhinein wieder rechtfertigen für ungerechtmäßig die Auszahlungen. Auch dahingehend müssen wir Sorge tragen. Auch dahingehend wurden nun Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eingesetzt. Auch dahingehend prüft die IHK stichpunkthaltig im Nachgang, ob es richtig ist, dass die Identität gegeben ist und die Grundvoraussetzungen gegeben sind. Und das bitte ich doch auch in der Gänze einmal zu sehen. Eine Kumulierung der Überbrückungshilfen mit öffentlichen Mitteln, insbesondere mit Darlehen, wird möglich gemacht. Auch Unternehmen, die Soforthilfe des Bundes bzw. des Freistaates bereits erhalten haben, aber weitere Umsatzausfälle haben, sind wieder antragsberechtigt. Auch das sind wichtige Faktoren und Grundlagen, meine Damen und Herren. Bereits die Soforthilfeprogramme von Bund und Freistaat waren offen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Soloselbstständige und Angehörige von freien Berufen. Die Lebensunterhaltskosten, wie Sie anführen, ich weiß Ihnen, ist Ihnen nicht geläufig, der Freistaat hat das Künstlerhilfsprogramm in die Wege geleitet. Es gibt auch noch andere Soloselbstständige. Künstlerhilfsprogramm mit 30 Millionen Euro. Mit Zuschuss für Lebensunterhalt von 1.180 Euro. Sie erwähnen nur das, was vielleicht irgendwo runterfällt. Und wir, nochmal, können wir alles in der Gänze immer berücksichtigen und sehen? Und ich sage hier an dieser Stelle nochmal ganz deutlich, und unser Wirtschaftsminister wie auch die Staatsregierung setzt sich permanent ein, hat sich permanent eingesetzt bei der Ausgestaltung dieses Programms. Sollte sich in der praktischen Umsetzung zeigen, dass das Programm Defizite aufweist und keine ausreichenden Unterstützungen gewährt werden können, wird man sich auf Bundesebene nachhaltig für eine Nachbesserung einsetzen. Die Anträge der FDP sowie auch die Nachzieher der Grünen und SPD lehnen wir ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Herr Kollege. Für die Staatsregierung spricht jetzt der Herr Staatsminister, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, danke für diese Debatte, weil es ja eine gewisse Grundsatzdebatte zeigt.
in welche Richtungen soll der Freistaat Bayern jetzt zu Beginn dieser Corona-Krise sein Geld investieren? Sollen wir noch etwas Pulver trocken halten oder sollen wir gleich zu Anfang in die Vollen gehen? Wir haben ja mit der Soforthilfe losgelegt in Bayern als erstes Bundesland. Am 16. März wurde damals der Katastrophenfall ausgerufen und bereits am 18. März konnte man in Bayern, wenn auch anfangs auf Papieranträgen, Anträge auf Soforthilfe stellen. Und bis die anderen Länder dann Ende März ihre Programme aufgestellt hatten, haben in Bayern schon viele 10.000 Betriebe Geld bekommen. Wir wurden dann natürlich überrollt von einer Antragswelle, die sich am Ende auf knapp 500.000 Anträge summiert haben. Wir haben dafür 5 Milliarden Euro eingestellt in den Landeshaushalt, um das Thema zu bedienen. Gott sei Dank ist dann nach 14 Tagen der Bund auf das Programm aufgesprungen. Ich traue mir zu behaupten, dass wir Eisbrecher gewesen sind, überhaupt auf den Gedanken gekommen zu sein, zu dieser Zeit eine Soforthilfe für die diversesten Betriebe mit dieser Mitarbeiterstaffelung auf den Weg gebracht zu haben. Der Bund hat dann genau unsere Staffelung mit den 15, 50 und 250 Mitarbeitern übernommen, hat teilweise etwas höhere Summen aufgesetzt. Und so sind wir dann am Ende aus diesen knapp 500.000 Anträgen, die in Bayern eingegangen sind und wo wir mit Milliardenhöhen gerechnet hatten, mit 350 Millionen Euro bayerischem Geld rausgegangen bei über 300.000 Betrieben, die bedient worden sind, mit einer Gesamtsumme von 2,3 Milliarden Euro, heißt also knapp 2 Milliarden, haben wir dann Bundesmittel bekommen. Wenn wir mit NRW vergleichen wollen, ohne dass ich den dortigen Wirtschaftsminister an den Karren fahren will, ich verstehe mich mit ihm sehr gut und will das auch weiterhin tun, dann haben die in etwa mit derselben Antragszahl von an die 500.000 4,5 Milliarden Euro überwiesen und müssen jetzt eben nicht mit 300 Millionen Landesgeld, sondern mit deutlich mehr, Sie können die Differenz ausrechnen, das geht eher Richtung 2 Milliarden gerade stehen. Und wenn wir die Rücklagen des Freistaats Bayern, jetzt kann man hier Zahlen von mehreren Milliarden Euro nennen, ansetzt, dann hätten wir mit dem Vorgehen, wie es ja propagiert worden ist, in Bayern ja fast die Hälfte der Rücklagen des Freistaats Bayern schon für die Soforthilfe verballert. Da hätten sich natürlich viele gefreut und hätten gesagt, hurra, Unternehmerlohn und hurra, alles Dinge, die es auch aus Bundeskanälen über die Grundsicherung und dergleichen gibt, hätten wir alles aus Bayern beglichen, weil wir haben es ja. Und jetzt machen wir mit der Überbrückungsthematik genauso weiter und sagen wieder, wir haben es ja und wir zahlen für fiktive Unternehmerlöhne und wir zahlen jedem, der gerne einen Tausender und mehr im Monat hätte, obwohl es dafür Bundesmittel mit erleichtertem Zugang gibt. Bis Ende September ist jetzt der Zugang zur Grundsicherung nach wie vor erleichtert, auch für normale Unternehmer. Die dürfen sogar ordentlich Geld am Konto haben und dürfen trotzdem Grundsicherung des Bundes beantragen. Und die Rechenbeispiele gibt es ja, dass ein Alleinstehender, der in München 900 Euro Miete im Monat bezahlt, dann eben über die Grundsicherung 1350 bekommt. Und wenn wir dem 1180 auf den Tisch legen, ist er schlechter dran wie übers Bundesgeld. Und das wird ihm abgezogen und wir zahlen es aus bayerischen Mitteln und haben dann das Pulver eben nicht mehr trocken, wenn es jetzt in den nächsten Monaten darum geht, bei diversen Industrie- und sonstigen Bereichen nachbessern zu müssen, wenn wir sehen, diese oder jene Sparte kommt noch nicht aus den Startlöchern und wir müssen neue Forschungsprogramme auflegen, wir müssen denen gezielte Hilfen zu geben. Also jetzt schnell viel Geld rauszuschaufeln, das ist nicht die Kunst. Aber dann noch Geld dafür zu haben, wofür der Wirtschaftsstandort Bayern in Zukunft gerüstet sein muss, das ist eher die größere Kunst. Und wenn die FDP jetzt immer sagt, es müsste alles noch schneller gehen, vielleicht dann noch mehr auf die Soforthilfe zurückgegriffen oder jetzt aufs Überbrückungsgeld, wenn man die politische Ideologie der FDP hier wirklich umgesetzt hätte, die FDP hat es in der Vergangenheit immer für die Abschaffung des Kammerzwanges ausgesprochen, dann hätten wir nicht mal eine IHK als Kammer, auf die wir zurückgreifen könnten, um das Überbrückungsgeld abzuwickeln. Wir hätten keine Steuerberaterkammer in dieser organisierten Form, um sie einzubinden. Wir hätten die Funktionsfähigkeit der Regierungen in der Form nicht, die die Soforthilfe abgewickelt haben, weil sie immer gesagt haben, sie wollen den ganz schlanken Staat und alle Strukturen abschmelzen. Sie hätten nicht mal die Apparate, um das Geld
ins Volk zu bringen. Also insofern müssen wir auch das sagen, wir danken all denen, die uns in der Vergangenheit geholfen haben. Das waren die Regierungen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Wir danken jetzt den Steuerberaterkammern. Wir danken jetzt der IHK, die uns hier helfen, die uns hier bei der Abwicklung der neuen Maßnahmen helfen. Und jetzt geht es doch ganz genau darum, Betriebsexistenzen zu retten. Und deshalb diese Übernahme der Fixkosten, um die Betriebsstätten abzusichern. Genau darauf hat sich das Bundesprogramm mit knapp 25 Milliarden Euro konzentriert, wovon wir mal sehen, wie viele Anträge in Bayern kommen bei dieser Eingangshürde von -60% für die Monate April und Mai und dann eben dieser Staffelung für Juni, Juli, August -40, -50, -70%. Vielleicht sind es am Ende gar nicht ganz so viele, wie wir heute meinen, weil viele Betriebe hoffentlich doch wieder über diese Schwelle gekommen sind. Natürlich, viele Branchen kommen noch nicht drüber. Das sind die Reisebüros, das sind die Schausteller, das sind viele andere Branchen, die nach wie vor unter den Corona-bedingten, auch internationalen Maßnahmen leiden. Ich habe gestern mit den Reisebüros gesprochen. Ja, solange weltweite Flüge noch sehr kritisch gesehen werden, läuft dort das Geschäft noch nicht. Und solange jetzt Märkte ja noch nicht zugelassen sind, läuft das Geschäft bei den Schaustellern nicht. Und genau hier wollen wir ja in den nächsten Wochen ansetzen, dass wir hier diese Dinge im Rahmen der Infektionsmöglichkeiten, der Infektionsrisiken wieder dort ermöglichen, wo verantwortbar, um diese Leute wieder ins Geschäft zu bringen. Und jetzt doch nicht ganz einfach, nur weil man vielleicht auch Klientel bedienen will, zu sagen, wir überweisen jedem einen fiktiven Unternehmerlohn, den er an anderer Stelle ja aus Bundeskasse bekommt, um bayerisches Geld trocken zu halten. Und darum geht es doch, hier die Gesamtstrategie im Kopf zu halten, Geld dafür zu sparen, wo wir es in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren noch dringend brauchen werden, meine Damen und Herren. Und damit nochmal zurück zum Überbrückungsgeld, das ja seit gestern quasi scharf gestellt ist mit der Möglichkeit, dass sich Wirtschaftsprüfer, dass sich Steuerberater hier melden. Über diese Leute werden ja künftig die Anträge eingereicht, nicht mehr persönlich vom Unternehmer. Diese Leute sind registriert, diese Leute sind mit uns in engster Abstimmung. Die Bundesrepublik Deutschland hat die IT-Plattform des Freistaats Bayern aus der Soforthilfe übernommen, die wir quasi über Nacht innerhalb weniger Tage aus dem Wirtschaftsministerium heraus selber erarbeitet haben. Also so schlecht kann unsere Arbeit an der Stelle nicht gewesen sein, meine Damen und Herren. Und genau damit gehen wir jetzt nach draußen. Die Unternehmen gehen auf ihre Wirtschaftsprüfer und Steuerberater zu, die pflegen dann den Antrag ein. Die Bedingungen sind sehr klar strukturiert und vorgegeben, bundesweit mit einheitlichem Programm. Und jetzt können diverse Bundesländer sagen, wir legen da noch was drauf und dort noch was drauf. Wir schauen als Freistaat Bayern sehr genau drüber, wo wir die nächsten Wochen und Monate und vielleicht sogar Jahre noch was drauflegen müssen. Wir beobachten diese Abwicklung sehr genau und wir sind der Überzeugung, dass wir damit jetzt richtig vorgehen, dass wir ganz gezielt die Fixkosten der Unternehmen bei denen übernehmen, die eben noch in den Seilen hängen, wo der wirtschaftliche Aufschwung noch nicht wieder eingesetzt hat. Und das muss zeitnah gehen, das muss schnell gehen. Und wenn es dann bis Ende August mit der Antragsfrist nicht reichen sollte, werde ich mich natürlich schnellstens dafür einsetzen, dass man auch die Antragsfrist verlängern könnte, aus jetziger Sicht nicht unbedingt auszuschließen. Und natürlich bin ich auch der Überzeugung, dass wahrscheinlich Ende August noch nicht eitel Sonnenschein in Deutschland einzieht, sondern dass wir über den August hinaus wahrscheinlich wieder ein Anschlussprogramm brauchen, das genau hier diese Dinge fortsetzt, die sich bewährt haben, vielleicht wieder mit kleinen Anpassungen. Das heißt, die Politik fährt hier auf Sicht, anders geht's auch nicht. Aber wir haben bisher immer diesen vorausschauenden Zeitraum von einigen Monaten, glaube ich, ganz gut
gut und auch im Rückblick ordentlich angefasst. Und genauso werden wir auch mit dem Bund in Kontakt bleiben. Ich habe auch das Thema der Kosten für das Personal mit dem Herrn Bundeswirtschaftsminister Altmaier persönlich am Telefon über längere Zeit verhandelt und habe gesagt, wir können nicht individuelle Ansprüche von Unternehmen auf Personalgrundkosten irgendwo reinschreiben. Das war ja anfangs irgendwo gedacht, dass jeder Unternehmer irgendwo Personal anmelden kann und dann wird an irgendeiner Stelle entschieden, ob das Personal für ihn passt oder nicht. Da habe ich gesagt, das ist nicht administrierbar, wenn ein Reisebüro sagt, ich brauche 3 Leute, der andere braucht 5, der andere braucht einen. Jeder würde versuchen, möglichst viel Personal als unabdingbar nötig anzumelden, um die Leute nicht in Kurzarbeit schicken zu müssen. An anderer Stelle, der Ehrliche wäre der Dumme. Und wir hätten Rechtsstreit ohne Ende, was wird hier angesetzt und was wird hier nicht angesetzt. Also wir haben uns aus Bayern heraus sehr stark und erfolgreich für eine gute Administrierung dieses Überbrückungsgelds eingesetzt. Von der zur Verfügungstellung der Technik bis hin zu vielen Detailfragen, die wir gut beantwortet haben. Auch danke nochmal an Herrn Walter Nussel für die Begleitung zum Thema Praxischeck. Auch das hat die Sache nochmal abgerundet. Und damit, glaube ich, ist dieses Überbrückungsgeld eine gute Maßnahme, mit der wir in den nächsten Wochen starten können. Und wenn Bedarf ist, gezielt nachzubessern, tun wir das. Aber jetzt einfach irgendwo fiktiven Unternehmerlohn an hunderttausende Empfänger zu überweisen, das dann in die Milliarden ginge im Haushalt des Freistaats Bayern, meine Damen und Herren, dafür sehe ich jetzt nicht die dringende politische Notwendigkeit oder die Finanzausstattung des Freistaats Bayern nicht unbedingt dafür zum jetzigen Zeitpunkt richtig angemessen. Dankeschön. Herr Staatsminister, es liegen 2 Zwischenbemerkungen vor. Zunächst erteile ich kurz das Wort dem Abgeordneten Gerd Mannes für die AfD-Fraktion. Ja, Herr Aiwanger, Sie haben jetzt Ihre... Herr Staatsminister, es liegen 2 Zwischenbemerkungen vor. Zunächst erteile ich kurz das Wort dem Abgeordneten Gerd Mannes für die AfD-Fraktion. Ja, Herr Aiwanger, Sie haben jetzt Ihre Corona-Strategie etwas ausgeführt und uns gesagt, dass Sie das Pulver noch trocken halten wollen. Das haben wir, glaube ich, soweit verstanden. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Ist es dann richtig, dass Bayern und die bayerische Staatsregierung halt sehr zurückhaltend ist mit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen? Und wäre es nicht viel besser, die Wirtschaft wieder versuchen, viel schneller hochzufahren? Weil das würde natürlich viel schneller auch dem einzelnen Unternehmer oder Soloselbstständigen helfen, dann auch wieder beruflich aktiver zu werden. Ja, natürlich jeder Euro, den die Wirtschaft selber verdienen kann, ohne auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein, ist gut, wenn helfen, dann auch wieder beruflich aktiver zu werden. Ja, natürlich jeder Euro, den die Wirtschaft selber verdienen kann, ohne auf staatliche Unterstützung angewiesen zu sein, ist gut, wenn es die Infektion zulässt. Und das ist genau der Graubereich, wo wir vielleicht erst im Nachhinein wissen, ob wir richtig gehandelt haben, wenn sich die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau weiter bewegen, würden wir mit Sicherheit sagen, wir hätten schneller höher gehen können. Wenn es Rückschläge gäbe und wieder zu lokalen Lockdowns oder zu überregionaleren Lockdowns, dann würde es heißen, es war ein Fehler, zu schnell geöffnet zu haben. Vielleicht hängt es ja von den Branchen ab. Aber ich sehe jetzt schon in den nächsten Wochen, und da sind wir ja in der Koalition auch in sehr engem Austausch, die Luft für noch weitere Öffnungen. Es hat jetzt auch international in den letzten Tagen einige Rückschläge gegeben im Bereich der Bars, im Bereich sonstiger Dinge, die ja wieder zur Vorsicht dann gemahnt haben. Aber ich glaube schon, dass wir in den nächsten Wochen weitere Lockerungen, gezielte Lockerungen im Bereich des infektionsmäßig Möglichen bringen können und bringen sollen, um der Wirtschaft wieder die Möglichkeit geben, selber Geld zu verdienen. Für eine weitere Zwischenbemerkung erteile ich das Wort der Abgeordneten Susanne Kurz für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, Herr Staatsminister, ich bin sehr dankbar, dass Sie und dass Ihr Ministerium sich... Zwischenbemerkung erteile ich das Wort der Abgeordneten Susanne Kurz für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, Herr Staatsminister, ich bin sehr dankbar, dass Sie und dass Ihr Ministerium sich mal mit der Frage der Solo-Selbstständigen beschäftigt, weil Sie betonen ja auch immer in Briefen, wie wichtig die Kultur- und Kreativwirtschaft sei, nur um dann sofort aufs ALG II zu verweisen. Die Leute haben aber einen Beruf, die brauchen kein Arbeitslosengeld, sondern die müssen über die Runden kommen, weil sie arbeiten wollen. Und beim Restart, da ist nämlich das Problem am ALG mit dem Hinzuverdienst, weil sie nur wenige Tage hinzuverdienen können und der Hinzuverdienst mit Umsatzsteuer angerechnet wird, schädigen fürs ALG II. Deshalb wollte ich Ihnen mal sagen, Ihr Ministerpräsident von Ihrer Koalition hat am 20. April gesagt, ich finde, dass es nicht richtig ist, Hartz IV als einzige Alternative anzubieten. Ich zitiere, mich würde mal interessieren, wie Sie das hier koalitionsintern abstimmen und ob es für den Steuerzahler letztendlich nicht egal ist, ob das Geld vom Bund oder die goldenen handgeschnitzten bayerischen Euros da ausgegeben werden. Für die Menschen vor Ort ist es jedenfalls ein Schlag ins Gesicht, wenn Sie denen immer wieder sowas sagen. Bitte, Herr Staatsminister. Es wurde ja, Sie haben jetzt wieder die Künstler genannt, hier gibt es ja die Künstlerhilfe. Bitte, Herr Staatsminister. Es wurde ja, Sie haben jetzt wieder die Künstler genannt, hier gibt es ja die Künstlerhilfe, die abgerufen wird. Es gibt mit Sicherheit einige, die sagen, sie nehmen die nicht so gezielt in Anspruch und gehen aufs ALG II, wenn sie dort einige 100 Euro vielleicht im Monat mehr bekommen können. Also für diesen Personenkreis gibt es jetzt die Künstlerhilfe und ich muss jetzt nicht die Worte von Herrn Ministerpräsidenten interpretieren, aber es hat sich mit Sicherheit auch damals darauf bezogen. Das war wohl eine Debatte um das Thema Künstlerhilfe. Dankeschön, Herr Staatsminister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist hiermit geschlossen und wir kommen zur Abstimmung. Hierzu werden die Anträge...